Ja. Klar. Okay. Ich sehe gerade meinen Voice-Chat hier euch noch an. Mhm. Und außerdem, warum zum Teufel habe ich als Namen nur japanische Schriftzeichen? Keine Ahnung. Ich meine, ich heiße El Shadol. Du musst noch bereit drücken. Es gibt ja. Du hast halt am Anfang nur Quiz und Shabba. Ja. Und da ich Quiz bin, kann man. Oh, man kann sogar beides sein. Leider ist das bei weitem nicht so lustig wie Söldnertreffen. Bei Söldnertreffen gibt es halt echt coole Schachtwerke. Wenn du es im Nahkampf killst, kriegst du 5%, 5 Sekunden plus. Da kam plötzlich der Henker. Okay, Scheibenkleister. Einfach mach mal. Das kann man doch, glaube ich, überspringen. Drück mal Start und Start. Ja, kann man. Soll ich dir mal sagen, wie viele Gegner hier auf der Map sind?
Aha. Ah, da ist der Henker wieder. Da war ich zu gierig. Henker tot. Oh, vergammeltes Ei. Warte, lass mal einen Gegner irgendwie am Leben, ich will das. Okay, hab nicht getroffen. Hast du Granaten? Nein. Henker. Ausschlagen. Einmal hauen. Abhauen. Was denn? Kein Problem. Achtung, Brandgranate.
Oh, das sind der Teufel. Plus 1. Also soll ich dir mal sagen? Wir haben halt echt 66.666. 660. Oh, ziemlich böse. Soll ich dir mal sagen, wie viele Gegner man maximal killen kann? Wie viel? 150. Oh. Also wir sind noch ziemlich weit entfernt davon. Früher habe ich das... Ja, das war halt normal. 150, anders ging man eh nicht. Außer man nicht umgeblöd gestorben an Henker oder so. So, jetzt nehme ich Shelber und du, Chris. Ich habe übersprungen. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wo die ganzen Zeitbogen müssen. Ja, ich komme, aber ich wahrscheinlich zu spät. Okay, doch nicht. Der Henker hinter dir. Oh, okay. Nochmal.
So, ich glaube, das waren alle Zeit für Oni. Jetzt kann ich mal richtig anfangen zu spielen. Oh. Oh. Mein Fehler. Nee, nee. Ich glaube. Auch wenn es ein bisschen nervig ist, kaum habe ich alle Zeit, wo ich sterben will. Hast du dich damit selber getroffen? Versehentlich. Ich hab nicht Quiz schreien hören und hab nur gedacht, oh, Bombe steht genau der Henker. Ja, wir können wieder richtig. Können wieder richtig machen. Oh. Ah. Ah! Dass du den abgeknallt hast, hat sich sogar aus dem Verzeck begrüßen.
Anchor. Nein, 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 nein! Oh fuck, ich bin da, bin da! Ach Gott! Der Henker tot. Das war eine schöne Granate. Anchor. Achtung, Granate. Lol. Scheiße. Ja, meine Idee. Oh, verdammt. Game over. You two work well together. Oh, ich kann jetzt Chill verwenden. Ja, ich auch. 112. Ja. Und dann merke ich mal, weißt du, früher habe ich das sehr oft mit einem Kumpel gespielt, der war besser als ich so in den Spielen. Ich will die ganze Zeit sogar sagen, weil ich mich schon ziemlich gut in das Spiel halte, aber und ja. Der hat halt auch sehr viel auf Nahkampf gebaut und Nahkampf gibt dir halt immer 5 Sekunden plus. Und du machst halt, ja, selten Nahkampf. Ja.
Nun denn. Ich denke mal, das reicht mal. Jo. Aber wie findest du den Modi? Oh, interessant. Also, am Anfang hat man halt die langweiligen Charaktere. Chris und Trevor sind ziemlich langweilig, weil die haben halt nichts. Aber zum Beispiel, später schaltest du Wesker frei. Zum Beispiel. Dann kannst du das Wesker spielen. Ach ja, will ich auch mal wissen, was für im Söldner treffen, welche Charaktere es da gibt. Wenn ich mich. Also, Chris und Trevor in einmal Trevor in Märchenkostüm. Aber ziemlich Kackwaffen. Chris im mit der Minigun in den Vollmetall-Kostüm. Ja. Warte, ich kann es dir ja einfach vorlesen. Ich habe das halt noch treffen. Oh Mann. Start. Solo. Also Chris, Sheva, Josh, also der schwarze Typ wieder. Ja. Exceller. Die Exceller erstens die Dreischusswaffe, die Rafika, was ziemlich interessant ist, finde ich. Dann noch ein Granatwerfer mit Blendgranaten, was auch ziemlich gut ist. Und wenn sie jemanden von hinten so killen tut, wie zum Beispiel Shevab, ich das ja Kehle aufschnitzen und bei Quiz war das Genick brechen, dann tut die mit einer Spritze den Typi reinjagen, also die tut eine Spritze reinjagen und der explodiert dann und macht auch Schaden an allen anderen. Deswegen ich Exceller, ich so, und man kann sagen, ich die Meta. Dann Quiz Apokalypse mit der. Das Besondere an ihm ist, er hat die dreiläufige Schrotflinte, die haut halt richtig rein. Sheva Büro, da ist ich die in so einem Bürokostüm, hat eine normale Pistole und einen Revolver. Mehr nicht. Barry Burton, der hat auch mehrere, sein auf dem Boden jemanden abknallen Ding, also du weißt schon, das Zustechen oder Treten, ja. Ich bei dem One-Hit. Oh. Weil dann holt er seine Waffe raus, du weißt schon, diese I've got this. Boom. Und Rebecca erstmal hat die eine MP5 mit 150 Munition, dann zwei volle Stacks MP-Munition. Oh. Zweimal Erste-Hilfe-Kräuter. Diese eine Schrotflinte, diese eine, wo ich sage, ich die schlechteste. Ja. Auch irgendwie ganz viel Munition. Und noch zweimal volle Stacks Schrotflintenmunition. Und das Geilste an ihr ist, wenn du mit Barry oder Chris spielst, dann ist einer ihrer Nahkampfangriffe ein Doppelflammenwerfer. Der macht halt richtig viel Schaden und ich mega AOE. Rebecca ist mein Lieblingscharakter in diesem Spiel. Und dann, wie es auch immer noch schreit, oh no! Und dann hört man nur noch, wie die ganzen Gegner sterben. Alter 18. Ich übrigens, das Resident Evil Zero Design von Barry und von Rebecca. Stimmt, Barry tauchte ja gar nicht auf. Seltener treffen.